Was? Ich höre dich schlecht. Ach so, der Typ. Keine Ahnung. Arbeitet vielleicht solo. Klar, versuch's ruhig. Hey, wie? Schön, dich zu sehen. Haben ein Rennen vor uns, hm? Nummer 2 von 4, ja. Bereit für die Piste? Nicht gerade fanfreundlich, oder? Nein, die Sonne brennt viel zu heiß. Naja, wer will schon Tempo, Gemetzel, schepperndes Metall sehen? Glaubst du, das wird hart? Das sind die Badlands. In diesem Rennen ist alles möglich. Du wirst also zu tun kriegen. So wie du. Setz das Ding nicht in den Sand. Wortwörtlich. Nein, ich schaff das. Okay, in der Sonne schmelze ich. Ich warte in der Karre. Sicher. Hey Leute, denkt dran, so irre wie möglich. Ladies und Gentlemen, Hosen hochziehen, anschnallen und Motoren anwerfen. 30 Sekunden, Countdown. Hey, ihr! Ignorier ihn. Luigi bequatscht die Leute gern. Was ist denn? Wollt euch nur viel Glück wünschen! Danke. Drei, zwei, eins. So, und schon Pole-Position, aber ich glaube, das wird hier ein wenig härter. Da fahren wird's holprig. Ja, das sehe ich auch gerade. Festhalten, Claire! Es wird auf jeden Fall interessant werden, denke ich, hier zu fahren, bei der Fahrphysik vor allem. Nachlassen wie Konzentration. Ja, okay. Ja. Huh? Ich bin bei euch. Sie kommen näher. Wer einem Rennpferd zu dicht folgt, kriegt nur Tritte. Was fühlt sich echt merkwürdig. Nicht gut auf jeden Fall. Ich habe irgendwie bei jeder kleinen Kurve oder bei Scheiße, jedem kleinen Sandsturm. Stein. Achtung, wie? Habe ich den Eindruck, als würde sich mein Auto gleich überschlagen. Aber so viele mehr... Aber so viele Checkpoints mehr sind es ja gar nicht. Also, wir haben schon die Hälfte hinter uns. Scheint so, als wären wir unangefochten auf Platz Nummer 1. Auch nichts von Luigi. Fast im Ziel, wie es aussieht. Oh, die sind jetzt aber hinter uns, das heißt,
Wir sollten aufpassen, nicht unsere Führung zu verspielen, weil es könnte knapp werden, sonst den ersten Platz zu machen. Genau wegen, mit sowas hatte ich gerechnet. Noch 6 Checkpoints. Aber so wie es aussieht... Nee, das wird ein sicheres Ding, glaube ich. Nein, 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 nein. Es gibt's jetzt nicht, ey, komm. Komm, 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 beschleunige. Komm, beschleunige, beschleunige, beschleunige. Komm, 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 komm. Es gibt's jetzt nicht. Oh ja! Leicht. Na los, fahr zur Ziellinie. Ja, wir haben gewonnen, unglaublich. Wie schlage ich mich so? Du fährst zu weite Kurven und bist auf Geraden zu langsam. Aber ich bin auch pingelig. Du weißt es also nicht, mich gefragt zu haben? Noch nicht. War dein letzter Fahrer besser als ich? War er. Guter Ehemann. Großartiger Fahrer. Wie ist er gestorben, wenn ich fragen darf? Naja, so wie alle Rennfahrer sterben. Wir waren letztes Jahr im Finale. Wir waren gut. Ganz vorn als... Vielleicht wechseln wir lieber das Thema. Ja. Kommst du mit zur Werkstatt? Ja, ja, bitte. Klar. Fahren wir. Und dann kann ich einfach überspringen drücken. Ich würde gerne die Fahrt überspringen. Kann ich das? So, perfekt. Oh, wir müssen ja jetzt schon eigentlich qualifiziert sein, oder nicht? Also... Im Prinzip... Ich soll nochmal... einen Tag warten, bis sie mich anruft. Machen wir das doch. Warten wir jetzt erstmal... 8 Stunden. Warten wir nochmal 4... Oder, also 4 Stunden. Und nochmal 24 Stunden. So, liest Claires Nachricht. So, was hat Claire geschrieben? So, ich bin's. Hör zu, das nächste Rennen ist in meiner Hood. Also muss ich den Leuten da echt zeigen, dass ich nur eine große, dass ich nicht nur eine große Klappe habe. Wir treffen uns. Brandon Ecke Wollison. Ruf an, wenn du da bist. Ja, wir schaffen das. Na, ist ja relativ nah hier.
irgendwie schade, dass Rennen unsere Ausdauer leider nicht erhöht, wie es aussieht. Naja, aber gut, man kann nicht alles haben. So, wir sind da. Und dann können wir die Güte jetzt anrufen. Claire! Wie? Bereit fürs nächste Rennen? Bin schon da. Bereit und startklar. Willst du dein Auto nehmen oder meine Bestie? Die Bestie. Ich glaub, sie will raus. Ein so hübsches Tier darf man nicht so lange einsperren. Gut gesagt. Wir treffen uns in Rancho, ja? Bin gleich da. Wir sehen uns. Muss ich mich wieder hinsetzen und warten, ja. So. Hey, wie? Ich sehe vor dem Start nochmal unter die Haube. Zur Sicherheit. Bleib in der Nähe, okay? Alles klar. Hast du keine Angst, dass du drauf gehst? Was, heute? Hier? Wieso? Nicht nur heute, aber könnte sein. Vielleicht auch beim nächsten Rennen oder danach. Eine Freundin von mir hatte einen defekten Toaster. Schlag gekriegt. Tot. So ist das Leben. Menschen sterben eben. Que sera, sera? Wie schätzt du unsere Chancen ein? Nun, Luigi wird schwer zu schlagen sein. Und Margit schießt heute für ihn. Okay, und? Das Mädel macht keine halben Sachen, aber denkt nicht zu viel dran. Stört die Konzentration. Die Augen immer auf die Straße. Ich kümmere mich um den Rest. Sorry, ich brauche noch eine Weile, um die Reifen zu testen. Okay. So, dann steige ich schon mal ins Auto, wenn ich kann, ja. Macht sie fertig! Sixpeed sind die Besten! Startet eure Pferdchen! Komm rein, Claire, komm. Na los! Ich will verbranntes Chutu riechen! Chutu? Lasst sie brüllen und was die soll Ohren Chutu sein? Oh ja, genau so! Der Countdown beginnt! 3, 2, 1... Jetzt siehst du den vor uns? Luigi, ihm nach! Vor uns hier? Vor uns ist keiner. Große wir sind Kurve da vorne. Schneid sie! Hier gibt es auch nur 25 Checkpoints und irgendwie gefühlt, na, jetzt kommt wieder mal einer, gefühlt kommt irgendwie eine Ewigkeit gar keiner. Gucken. Wir können das gewinnen, wie? Ja, natürlich werden wir das gewinnen. Hier so, wenn wir auf der Straße fahren, auf dem Asphalt, ist es einfacher zu manövrieren als jetzt unten auf nicht festem Untergrund. So, und gleich haben wir auch die Hälfte hinter uns. Hinter uns, pass auf! Die wollen überholen! Versuchen können sie es ja! Oh, fuck!
ganz schön scharfe Kurven hier. Ich muss nur diesmal aufpassen, nicht wieder kurz vorm Ende in einer scharfen Kurve. Ach nee. Genau das meinte ich. Noch vier Checkpoints und hinter uns ist gerade absolut gar keiner. Das heißt, wenn wir jetzt nicht gerade richtig... Wir können das gewinnen, wie? Wenn wir jetzt nicht gerade mega Scheiße bauen, wovon ich jetzt... Nein, 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 nein. Nee, jetzt ernsthaft. Nein! Ach, fuck. Nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Glückwunsch an V und Claire! Sind wir erste gewonnen? Erster Platz, Wie! Wie geil, wir haben echt gewonnen! Wir sind im Finale, yeah! Yeah, Baby! Nicht anhalten, okay? Fahr noch ein bisschen. Wozu? Zum Reden. Gib was, das du wissen solltest. Okay. Setzen wir uns eine Weile dorthin, okay? Wie konnten wir gerade dieses Rennen gewinnen? Also es muss ja wirklich ein Zielfinish gewesen sein, aber okay. Soll mich jetzt auch nicht groß stören. Wow, toller Ausblick. Ja, Dean und ich, wir waren früher oft hier. Wolltest du mir was erzählen? Den hatte ich schon erwähnt, oder? Mein Mann. Dein Fahrer, richtig? Der beste Mann, den es je gab. Wir waren schon vor meiner Geschlechtsangleichung befreundet. Hat mir Narzissen ins Krankenhaus gebracht. Zum Neuanfang. Wart ihr lange verheiratet? 12 Jahre. Dean hat immer gescherzt, zum 15. würde er mich zu meinem ersten Implantat überreden. Wollte mich überraschen. Darf ich fragen, warum du keinen Chrom hast? Ich liebe Maschinen, Wie. Aber ich wollte nie zu einer werden. Komisch, hm? Ein wenig, ja. Aber ist ja deine Sache. Dean hätte als einziger meine Meinung ändern können. Schätze, wir werden wohl nie erfahren, ob er das geschafft hätte, hm? Warum erzählst du mir von Dean? Warum jetzt? Er starb letztes Jahr beim Rennen. Im Finale. Aber nicht auf normale Art und Weise. Hat das was mit unserem Rennen zu tun? Schon. Dean wurde damals ermordet. Schuld ist dieser Konzernwiesel Peter Sampson. Absoluter Abschaum auf zwei Beinen. Wie genau ist dein Mann gestorben? Wir waren auf der Zielgeraden. Sampson mit Vollgas direkt vor uns. Wir hatten verloren, also nahm Dean den Fuß vom Gas. Da tritt diese Schlange voll auf die Bremse. Dean auch. Hat die Kontrolle verloren. Aber läuft das nicht so bei Rennen? Du kapierst es nicht. Die Straße war frei. Er hätte gewonnen. Er hat es absichtlich getan. Was ist mit diesem Sampson? Ist nicht so wichtig. Für mich war er nur ein Rivale. Aber für Dean... Naja, Sampson und er hatten eine gemeinsame Geschichte. Und ist was vorgefallen? Dean hat nie drüber geredet. Aber ja, es gab irgendeinen Streit. Irgendwas Persönliches mit ihrer Rallye-Rivalität. Als Sampson Erster wurde, war Dean wütend. Ah, verstehe. Das ist kein normales Rennen für dich. Dir geht's gar nicht ums Gewinnen. Genau. Scheiß auf den Sieg. Ich will Sampson. Und das ist dein bester Racheplan? Leute sterben andauernd auf der Strecke. Wird niemandem auffallen. Ganz normaler Tag beim Rennen. Völlig regelkonform.
Und was, wenn Samson nicht an der Startlinie auftaucht? Das würde er nie verpassen. Glaub mir, er wird antreten. Letztes Jahr war er Champion. Er wird das um jeden Preis wiederholen wollen. Und mich brauchst du, um ihn auszuschalten, hm? Samson zu töten ist mir wichtiger als der Sieg. Sollten wir vor der Wahl stehen? Sorry, dass ich dich angelogen habe. Ich bin schockiert. Zutiefst schockiert. Also, was meinst du? Bedeutet dir scheinbar viel, also begraben wir den Arsch. Danke. Das ist wichtig. Ich muss das tun. Wir sehen uns im Finale? Ja. Bis dann, V. V, du willst mich... Herr V, du willst mich nicht nach Hause fahren? Du willst mich echt nicht nach Hause fahren? Wie funktioniert das jetzt eigentlich mit der Schnellreise? Ich bin jetzt hier... Oh, wir sind jetzt hier. Mal angenommen, ich würde jetzt gerne Schnellreise hierhin wollen. Achso, ich brauche eine Schnellreise in der Nähe oder was, um schnell... Hä, wie? Ich brauche eine Schnellreise in der Nähe, um schnell zu reisen? Was ist das für ein Quatsch? Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Fixer hat die Finger in allerhand zwielichtigen Geschäften der Stadt, wird dich für neue Aufträge kontaktieren. Na, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal mit dem, mit so einem Fixer dann mal reden. Ist das der Fixer? Wie läuft das Geschäft? Ich mag das Wort Geschäft nicht. Ich nenne es Arbeit. Ehrliche, harte Arbeit. Kann mich nicht beklagen. Warum, El Capitan? Die Leute hier sind dankbar. Sie respektieren mich, weil ich ihnen helfe. Wow, klingt echt selbstlos. Die Konzernwelt ist eine Krankheit. Das Volk muss endlich wieder die Macht haben. Und dafür werden wir sorgen. Erzähl mir was über Santo Domingo. Massig Leute wollten sich hier breit machen. Konzerne, Gangs, hatten keine Chance. In Arroyo und Rancho Coronado wohnen echte Leute. Die kann man nicht so leicht verarschen. Wir sind das Blut, das Herz dieser Stadt. Schon mal für einen Konzern gearbeitet? Willst du mich beleidigen? Naja, ich kenne Leute wie dich. Schlau, sagen immer das Richtige, setzen sich für ihre Leute ein. Aber es kostet was. Und? Waren alles Konzerne. Okay. Was bedeutet das jetzt, wenn ich hier einsteige? Also ist jetzt El Capitan der Fixer. Okay, das heißt El Capitan ist der Fixer, aber irgendwie hat er nichts für uns. Okay, gut, dann... Was wir jetzt machen ist, hier unten war so eine Schnellreise, ich will die mal ausprobieren. Ne? Und dann würde ich sagen... Machen wir auch weiter mit der Story, weil die interessiert mich auch sehr. Ziel auswählen, so. Ich kann jetzt hier irgendwas auswählen und da bin ich dann, oder was? Zum Beispiel hier. Das hier ist das Afterlife-Schnellreise und Ghost Town begibt dich zum Afterlife. Na, machen wir doch mal Schnellreise zum Afterlife und gucken mal, wie das Ganze dann aussieht. Weil dann sind wir ja gleich vor Ort bei der
Kacke am Dampfen. Oder wo die Kacke am Dampfen ist.